Und das Topspiel beginnt. Christian mit Ferdi gegen Ricardo. Christian mit Sammy gegen Richard und Ferdi. Selbe Frisur hier schön zu erkennen. Und Christian, gleich mit der Riesenchance zum Ablegen. Oh, Glück für diese zwei Herren. Eigentlich ist es wirklich das Spitzenspiel. Er spielt noch mit mir. Aber wir haben gleich am Anfang einen überraschenden Sieg gestartet. Gegen Chris. Gegen Richard und Ferdi. Die müssen jetzt natürlich nachlegen, sie sind die Favoriten, die zwei. Richard natürlich ohne Kondition, Trainingsmangel, schlechte Vorbereitung für dieses Turnier. Das ist natürlich dann enttäuschend für eine Profi, die so wenig anstrengt. Und Sammy mit Christian sind für eine Überraschung gut, mehr auch nicht. Ich denke, aber da sie noch ausgeruht sind, könnten sie das hier gut packen. Wie man jetzt sieht, sie sind das überlegene Team und haben die Chancen. Nur Glück im Moment für die zwei Favoriten. Erwin, der Keeper, ist ein guter Torwart. Jetzt mit einem kleinen Patzer. Und gesehen, wir sind hier im Olympiagelände, schön zu sehen. Der Olympiaturm, höchstes Gebäude von München noch. Werden hier Hochhäuser gebaut. Ich weiß nicht, könnte man eins entdecken? Ja, hier hinten ist eins. Jetzt geht's hier weiter. Und die Chance für Ferdinand Richard. Ball ist mal aus Ecke. Für Christian Sammy überdrecken. Gibt es ja einen Elfmeter. Im ersten Spiel wurde schon einer verschossen. Ist traurig. Aber war. Jetzt Ferdi mit der Ballannahme. Und dem Ballverlust. An Christian. Setzt sich jetzt hier durch. Aber Ferdi kämpft, das kennen wir. Er hat das Auge. Das 1-0 verdient, muss ich sagen. Schön vorbereitet von Christian. Und für Sammy ist das eine Selbstverständlichkeit. Richard hat da auch nicht gut ausgeschaut. Selbst wenn Ferdi den Zweikampf verliert, so darf der Mitspieler natürlich nicht agieren. Lässt Sammy da ganz frei in der Mitte zum Tor vollkommen. Hätte auch vielleicht seinen Fuß rein noch spitzen können, dann wäre es jetzt eher andersrum. Und Ferdi, sieht man seine Stärken. Aber sie konnten noch einmal gewinnen. Die erste brenzlige Situation des Green Teams. Für mich ist Ferdi sogar der Stärkere der beiden. Richard hat einfach zu wenig Sport gemacht. Sieht man Warcraft. Kann auch schlecht sein. Ferdi will den Elfmeter ausführen. Gegen Erwin, er tänzelt. Ferdi läuft an. Erwin hit. Schöne Parade, der Ball sieht aus. Schön von ihm. Einwurf! Einwurf für Christian. Er freut sich schon. Aber noch ist das Spiel nicht entschieden. Noch ist das Spiel nicht entschieden. Jetzt ist Sammy am Ball. Das verletzt Richard. Fällt den Ball, der kann passen. Aber nochmal die Fuß dazwischen bekommen. Und jetzt holt der Ball, Junge. Den Ball schön nach Ferdi. Ferdi, Eigenübersteiger. Schön, jetzt Händler mit dem Ball. Macht jetzt Tempo. Es macht richtig Spaß, ein Spitzenspiel. Ein Haken, zwei Haken, drei Haken. Die Fliege, wie C. Roberto, dann Richard Schmiedl, den kann er machen. Erwin! Abermals Erwin, langsam mehr der Ausgleich verdient. Aber trotzdem, zu schwach das Spiel für diese zwei Akteure. Und jetzt muss der Ball kommen. Entschuldigung. Und Richard. Ah nein. Sieht was, Ferdi. Habe ich jetzt nicht mitbekommen. Jetzt mein Mitspieler hat das anscheinend toll geschossen vorhin. Stark. Weil das Schmiedel wieder nicht laufen. Und jetzt steht hier immer noch 1-0. Ein gutes Spiel, kein Spitzenspiel allemal. Es könnte Ausgleich fallen. Schmiedel ging. Liebel, aber der kann klären. Und so steht hier immer noch 1-0. Abschlag. Duell an der Außenlinie. Ferdal gegen Ferdal. Und Sammy entscheidest du für sich, aber es gibt abermals Ecke. Und jetzt haben sie schon wieder zwei Ecken. Bei der nächsten Ecke gibt es den Elfmeter. Ja, meine Damen und Herren, das Spiel nähert sich dem Ende. Wie lange noch?
habe ich nicht verstanden. Auf jeden Fall, es kann nicht mehr so lange dauern. Jetzt machen sie wieder Druck über Sammy. Auf Christian. Der verliert den Ball. Das ist 2-0. Schon wieder eine Niederlage für die beiden Favoriten. Es ist wirklich enttäuschend, was die beiden bringen. Natürlich auch Pech in dieser Situation, dass wir den Ort wegkriegen können. Und jetzt wieder die Chance. Wieder nicht genutzt. Das ist natürlich Pech, aber trotzdem erwartet man mehr. Es ist ja nicht nur Pech. Am Anfang waren die beiden ja auch stärker, die jetzt führen. Also, ein Ausgleich oder mindestens ein Anschlusstreffer, der war verdient. Mehr auch nicht. Sammy setzt sich jetzt hier durch. Ja, Pass kommt nicht an. Der Ball ist mal aus. Einwurf für Ferdi und Sammy. Die machen gehen, das geht jetzt schnell. Schön. Und da war es wieder Maus. Schöne Spiel der beiden. Hier sieht man die neue Kamera hier ausprobiert. Abschlag. Das Spiel dürfte bald zu Ende sein. Oh, es gibt noch einmal 11 Meter in München. Hier sehen wir Dandler. Das können sie überhaupt nicht. Sieht man es, wo es endet. Da sieht man, wer es drauf hat. Schöner Pass. Vom Kauf. Jetzt Sammy. Er möchte ihn verwandeln. Er kann platziert schießen. Nicht zu fest, aber er kann gehen. Naja, zu unplatziert. Das Spiel 9 Sekunden. Das dürfte der letzte Angriff sein. Das dürfte er sein. Also ich hätte schon den Ehrgeiz, hier nochmal nachzulegen, vor allem weil sie einen Spieler nach Hause haben. Und Ferdi schmückt sich das Haar. Wo ist er? Sieht man den Bommel. Richard geht nochmal vorbei. Spiel ist aus. Nein, immer noch nicht. Ja. Jetzt haben wir hier die Kamera-Seitenperspektive. Letzter Angriff, sagt der Schiedsrichter. Könnte es das 3-0 sein? Schuss aus der zweiten Reihe. Und das 3-0. Gutes Spiel von Christian Liebel. Die zwei einen am Boden zerstört. Ich gebe ab. Tschüss. Los geht's.